Hallo, nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gronau. Wir schauen uns jetzt den Komatsu HM400 Muldenkipper an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Gena Mask, wenn man es so richtig ausspricht. Gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann hier Komatsu HM400 Muldenkipper und oder unter Fahrzeuge und LKWs. Ja, Komatsu HM400 Muldenkipper. Kennen wir ja auch schon aus dem Vorgänger, wenn mich nicht alles täuscht. 453 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 795 Liter Diesel, 159 Liter AdBlue, 56 km Max Speed, 25.000 Liter Ladekapazität, 36,4 Tonnen Gewicht, 150.000 glattende Anschaffung, 7.650 im Leasing. Drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Kennzeichen. So viel könnt ihr da gar nicht einstellen. Wir haben Lizard mit Standardbereifung, Michelin mit Standardbereifung, Continental mit Standardbereifung, Trelleburg mit Standardbereifung, Nokian mit Standardbereifung und Mitas mit Standardbereifung. Mehr ist es nicht. Kennzeichen ist Kennzeichen, sollte klar sein. Und generell könnt ihr hier alles damit laden, was euch die Standard-Maps und auch Multi-Maps zu bieten haben, außer halt Flüssigkeiten, versteht sich. So sieht das gute Stück dann aus. Kennt man ja eher, ne, so Richtung Bergbau-mäßig, aber ja, kann man scheinbar auch erfahren. Mit einsetzen. Wir haben hier Komatsu hinten mit drauf stehen. Das sieht doch soweit alles toppy aus. Dann hier vorne HM400. Auch da alles top. Kein Pixelbrei, kein Matsch, kein sonstiges. Ja, dann haben wir vorne einmal hier das Kennzeichen mit dran. Hier steht nochmal Komatsu mit drin. Ihr seht, das Ding ist halt echt riesig. Ihr könnt aber auch ohne Probleme, sofern er hier mit drauf kommt, ne, einmal hier so ein bisschen mit draufsteigen. Ich bin noch gerade so blöd, das ja zu machen. Versuch's mal ein bisschen am Reifen. Ne, ihr seht hier Spiegel und Co. Zack, sind wir einmal mit drauf. Hat auch alles in dem Falle Kollision. Wir haben hier oben eine Rundumleuchte. Wir haben hier oben noch die Arbeitsleuchten. Vorne halt die normalen Fahrtleuchten. Hat alles Kollision. Hinten auch die Mulde. Ne, hat Kollision. Glitsch mal also auch dementsprechend nirgendwo raus. Ist ein Knicker. Ne, klar. Gegenüberliegende Seite hier nochmal das gleiche in grün. Hinten im Heckbereich dann dementsprechend hier nochmal Kennzeichen, Bremslichter und Co. Was hier alles mit integriert ist. Ne? Und auch die Reifen sehen soweit gut aus. Die Lizard-Dinger haben jetzt keine Beschriftung. Der Innenbereich ist auch recht, ja, sagen wir mal, spartanisch eingerichtet, ne? Also, aber mehr oder weniger auch sehr übersichtlich, ne? Wir haben links, rechts Spiegel, inklusive Zusatzspiegel, unten drunter die kleinen Runden. Ansonsten vorne Lenkrad, Armaturen. Als digitale Anzeigen, hier ein Schalthebel und dann verließen sie ihn schon wieder, ne? Also ziemlich aufgeräumt, gut, wir sitzen auch relativ eng hier drin, nach oben ist zwar viel Luft, aber links, rechts eher weniger, wir haben aber trotz alledem auch noch einen Reservesitz, ne? Also von daher, ja, gibt es jetzt im Innenbereich auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, das passt texturtechnisch alles ganz gut zusammen. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, hört sich soundtechnisch soweit in Ordnung an. Zuordnen kann ich den Sound nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Standard-Sound ist. Ich habe ihn auf jeden Fall so noch nicht gehört. Kann aber auch der Sound vom Vorgänger gewesen sein. Also, dass es der gleiche Sound ist. Hört sich auch trotz all dem ganz gut an. Nicht zu laut, nicht zu leise. Das ist alles vollkommen I.O. Thema Funktionalität, ihr seht, Beine hätte sind am Lenker, die bewegen sich in dem Falle auch. Wenn wir hier mal ein bisschen auf die Beine schauen, sehen wir allerdings mit dem Beinchen hier selber, ne, wird nicht gearbeitet. Dafür haben wir links, rechts die Spiegel, die funktionieren soweit, kann man auch ganz gut nach hinten gucken, obwohl natürlich die Mulde uns ein bisschen die Sicht nach hinten versperrt. Die Armaturen vorne sind auch ja, relativ chillig angelegt, ne? Ihr seht, wir haben die digitale Anzeige, was die km/h angeht, das ist auch mit dem LS-Tacho synchronisiert, der Rest ist dann eher ja, Deko, ne? Ihr seht, da bewegt sich nichts. Wenn wir einmal in die Nacht hier mit reingehen, wenn ich ja die Blinker anmache, seht ihr das Ganze, das funktioniert, wenn ich aber gerade Licht anschalte, werden die Elemente hier auch noch mit beleuchtet, dass wir auch nachts sehen, was Phase ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett gemacht. Das haut soweit hin. So, hoppala. Habe ich jetzt einen Tag minus 1? Das wollte ich nicht. Ich wollte das FOV auf minus 1. Egal. Wenn wir uns das Ganze einmal hier anschauen, Thema Blinker, ihr seht, die sind jetzt hier drinnen ausgelöst. Vorne haben wir in dem Falle keine mit dran. Wir haben sie aber hier hinten. Dann die Rundumleuchte ist halt nur die eine da oben, reflektiert soweit auch. Ansonsten, ja, Fahrtlicht, ne, Aufblendlicht bzw. Fernlicht, da gibt es drei Modis, einmal, zweimal, dreimal.
Ne, wenn ich das hier durchschalte, tut sich jetzt hier drinnen an den Anzeigen nichts weiter. Ich könnte mal fast sagen, ja, eigentlich reicht das schon als Fahrtlicht aus. So sieht man noch ein bisschen mehr, würde ich sagen, Standlicht, Fahrtlicht, Abblend- oder Aufblendlicht bzw. Fernlicht. Ne? Das funktioniert soweit. Wenn ich rückwärts fahre, seht ihr, ist hier auf jeden Fall helle satt, weil einmal haben wir hier unten noch die Scheinwerfer, die damit angehen. Und wir haben hier hinten die Scheinwerfer. Also beim Rückwärtsfahren ist auf jeden Fall immer genug Licht mit dabei. Hupe, na, ist fast nicht zu hören. Die ist nämlich echt leise. So, gehen wir einmal wieder hier in den Tag mit rein. Dankeschön, dass das tolle Gewitter hier mit aufhört. Haben wir denn noch irgendwelche Spielereien hier mit dabei? Türen öffnen und schließen haben wir in dem Falle nicht. Aber wir haben halt die Ladefläche. Und die ist mit 25.000 Litern recht ordentlich. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal Weizen einfüllen. Ihr seht, die 25.000 Liter hauen in dem Falle auch hier ohne Probleme hin. Wenn ich jetzt hier mal das Land kaufe und sage, ich würde das gern abkippen, gibt natürlich auch nur eine Kippvariante. Ne? Also einmal komplett raus und das war's. Mache ich jetzt hier mal. Ne? Der zieht sich dann so nach oben und hier unten auf dem Boden landet dann der ganze Spaß. Geht auch recht schnell, also ihr seht, das ist sehr, sehr schnell ausgekippt hier. Da so animationstechnisch gesehen hier alles sauber. Da glitscht in dem Fall auch nichts rum. Ja, ich denke mal so auf USA-Karten oder so, oder von mir aus auch gerne im Forstkarten, ne? Dass man halt hier einfach so das kleine Gespittelholz hier, Baumstümpfe, also nicht Baumstümpfe, so 1 Meter, 2 Meter Dinger da reinhaut. Warum nicht? Ne? Ich glaube, da wird jeder so seine eigene Nutzung dafür finden, wenn er es braucht. Ne? Also von daher, möglich ist damit in dem Falle alles. Wenn wir uns dann noch den Lok anschauen, sehen wir, ist sauber. Wir reden hier ungefähr von 42 MB. Ist in Ordnung. Ich meine, dafür sieht das Ding texturtechnisch gesehen auch ganz sauber aus. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.